Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV. Ich bin es mal wieder persönlich. Ja, wie in letzter Zeit öfters und so mit einer neuen PC-Spielereihe Vorstellung aus meiner Sammlung. Weil, wie gesagt, die größte Sammlung habe ich euch hier vorgestellt, ist der LS. Und es gibt jetzt noch eine zweite kleinere Sammlung, wo ich wahnsinnig mag, und zwar das mit Modelleisenbahn zu tun. Ich bin eines meiner Hobbys, Modellbau. Ich liebe es, Häuser zusammen zu basteln oder Fahrzeuge, H0 Eisenbahn. Habe das auch in meiner Jugendzeit, Kindheit immer gehabt und so. Und ja, inzwischen habe ich keinen Platz mehr dafür. Da braucht man ja wirklich eine Menge Platz. Leider schon, wenn man eine Anlage baut von 1 Meter auf 50 Zentimeter, das ist ja Wahnsinn und so. Habe ich leider nicht. Vielleicht irgendwann, wenn wir mal ein Haus haben. Was in der heutigen Zeit verdammt schwierig ist, weil die Häuserpreise gehen ja in die Höhe. Das ist nicht mehr normal. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und wie gesagt, auch sonst keinen Platz habe. Und sonst ist auch noch der Punkt, dass Modelleisenbahn, Modellbau, scheiße, Schweine teuer geworden ist. Es ist nicht mehr normal. Ich verstehe es echt nicht. Ich habe mich da schon mit Spielzeughändlern auseinandergesetzt. Die kamen da mit fadenscheinigen Ausreden, weil sie auch keine Ahnung hatten mit Technik und so. Da ist ja, das ist blödes Gebabbel. Also wie gesagt, Beispiel Falakibri, wo ich eben bevorzuge, auch Vollmer. Ich habe noch alte Kataloge von den 80er Jahren, wo meine Jugendzeit war, und habe die aktuellen Kataloge mal aus Jux und Dollerei geholt. Sind jetzt von 2020. Und wenn ich da vergleiche, was damals ein Häuschen gekostet hat, das eben im neuen Katalog von 2020 auch noch drin ist, weil ja viele Modelle Kult sind, wo übernommen werde, bei Faller ist es auf jeden Fall so. Und wenn man sieht, was die damals gekostet haben, was die heute kosten, ist eine Preissteigerung von 250%. Man glaubt es wirklich kaum, das ist Irrsinn. Wenn damals zu D-Mark-Zeiten ein Modellhäuschen, sage ich mal ganz normales Einfamilienhäuschen, sage ich mal saublöd, hat man damals für 8 bis 12 Euro schon gekriegt, D-Mark, Entschuldigung, D-Mark schon gekriegt. Also entspricht ungefähr 4 bis 6 Euro. Heute zahlt man für das allergleiche Häuschen 17 bis 20 Euro. Das ist also in D-Mark umgerechnet fast 30 bis 50 Mal, ist nicht mehr normal. Das ist total Gaga in der Birne. Sag ja, Technik wird immer billiger, was Geräte betrifft. Lustig, lustig, aber Spielzeug, wirklich Spielzeug allgemein, ist, nee, furchtbar. Ich gucke immer mal bei eBay nach einem Schnäppchen, weil ich den Modellbau noch liebe. Gerade so Kibri-Fahrzeuge, mir wird es da richtig schlecht. Das kann ich manchmal hergehen, wenn es nicht gerade ein altes Modell ist, das noch original verpackt ist und als Bausatz, wo man eben im neuen Katalog nicht mehr gibt, das wäre, könnte man eigentlich direkt in den Laden gehen und direkt kaufen, muss man gar nicht bei eBay gucken. Das ist wirklich ein Punkt, da ist eBay uninteressant. Wenn man dann noch die Versandkosten dazu rechnet, ist manchmal sogar teurer wie in einem Modellbauladen, aber egal. Ich schweife ab. Wie gesagt, ich habe so eine Modelleisenbahn auf dem PC und da gibt es eine schöne Alternative, das heißt EEB. Wie gesagt, EEP ist halt nur ein bisschen von der Konstruktion, vom Bauen her sehr schwierig, finde ich. Ich habe heute immer noch zu knabbern und durchzubeißen. Habe noch keine vollständige, korrekte Anlage auf die Reihe gekriegt und so, außer mal ein Oval, wo ein Zügchen fährt. Aber egal, wie gesagt, ich knie mich da mal richtig rein, wenn ich Zeit habe. Im Augenblick ist der LS halt absoluter Favorit. Aber trotzdem habe ich halt eine EEP-Sammlung und die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Es fing bei mir an mit dem 9er EEP9, das ist noch richtig eine DVD-Hülle und so. Wie gesagt, hier. Weil ich weiß nicht, ob es den EEP9 in einer Steelbox gab. Weil das finde ich richtig klasse bei EEP. Da gibt es so Steelboxen. Gab es ja beim LS, beim 11er, beim 13er und so auch mal und so, gell? Nur halt der einzige Nachteil ist, ich zeige es mal am Hand vom 10er, das ist der EEP 10. Ich weiß nicht, ob das der erste ist, der in einer Steelbox rauskam. Aber wie gesagt,
wenn man die aufmacht, erstmal Schaumstoff davor, ihr seht ja, so, dann ist halt so eine, das ist die Rechnung, das ist die DVD, dann ist hier eben eine Kurzanleitung dabei, Installationsanleitung, und das war's, leer. Wie gesagt, es ist halt nicht so wie beim LS, wo noch ein kleiner Traktor dabei ist oder ein paar Aufkleber. Da ist irgendwie bei EEP, sage ich jetzt mal, ja, die Adresse vom Webshop ist noch drin, aber da komme ich nachher noch dazu, weil das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ja. Gut, wieder rein mit, aber wie gesagt, es ist halt dürftig, es ist einfach nur Spiel, Installation. Schöne Stahlbox, das ist alles. Basta aus Armen, Cut. Mehr gibt es darüber nicht zu fachsimpeln. Dann ist der, hoppala, nicht runterrutschen, der EEP 11. Wie gesagt, ihr seht auch, manchmal sind es verschiedene Stärken von den Boxen. Das ist auch lustig, dass man wunderbar es meint. Das ist der EEP 11. Den habe ich mir letzt erst geholt. Weiß auch nicht, ob es da auch Gold Edition und so, da steht das Platinum Edition drauf und so. Da lege ich extra keinen Wert drauf, weil uninteressant. Seht ihr auch nur das Spiel und die Installationsanleitung. Die Installationsanleitung. Mehr ist da nie drin, das war's. Feierabend, Sense. Es ist halt einfach nur die schöne Box. Das ist, was mir gefällt. Und dann ist halt immer vorne abgebildet eine Lok oder irgendwas oder ein Zug, wo halt dementsprechend was in dem Spiel das Highlight ist. Ja, beim 10er war es eben der ICE, da ist es der TEE, ich glaube aus Frankreich, so viel ich weiß, egal. Dann haben wir den 12er, da ist zum Beispiel eine Dampflok. Müsste eigentlich den Ding sein, den Transam, ach, wie heißt der wieder, der gab es auch mal einen Film drüber, Orient Express, wieder schön Brücke im Hintergrund, da gab es mal beim Faller, gab es mal einen Brückensatz mit Türmchen, auch einen Tunnelsatz mit Türmchen, fand ich hammergeil, gibt es leider nicht mehr, haben sie aus dem Programm genommen, schade. Wie gesagt, ich mache es nicht auf, es ist immer das gleiche, es ist das Spiel drin, ne, Installationsanweisungen und basta. Das Handbuch ist auf der DVD mit drauf, muss man sich dann ausdrucken und so weiter und so fort, basta. Rückseite, eine nur kurze Beschreibung, Highlights oder herausgepickt, was da jetzt Besonderes ist und so. Da geht halt alles um den Orient Express. Dann habe ich den 13er. So, wieder eine dünne Schachtel. Nur halt kurze Beschreibung, Inhalt, Pipi-Papi gleich. Dann habe ich hier den 14er, da ist das Krokodil. Krokodil ist ja bekannt aus der Schweiz. Fand ich als Kind schon eine richtig geile Lok. Das war die damals schweineteuer als Kind. Wenn man halt leider nicht viel Taschengeld kriegt, die Eltern nie was dazu steuern, will man sich das kaufen. Ich war schon froh, wenn ich so eine kleine Dampflok hatte, wo in einem Anfängerset dabei war. Meine Eisenbahn war Märklin. Ich habe Märklin lieben gelernt. Ein Schulkamerad von mir hatte Fleischmann. Ah, da gab es halt verschiedene Sachen. Ich bin halt immer noch Märklin-Fan. Aber wie gesagt, es ist uninteressant, weil es ist einfach zu teuer. Ich bin der Meinung, auch wenn es weh tut und wenn mir da einige jetzt widersprechen, Modelleisenbahn ist wirklich was für Millionäre. Es tut mir leid. Wisst ihr, wenn ich so einen Bericht sehe, gibt es bei YouTube einen Bericht oder einen Clip. Und zwar dem Seehofer, unser Innenminister, der ist ja begeisterter Modelleisenbahn-Fan und seine Anlage, ja, der hat Geld wie Dreck, das ist kein Thema. So, hier ist der 15er, das ist meiner letzter, den 16er, den gibt es auch noch, aber den habe ich noch nicht, kostet zurzeit so 30 Euro rum. Ich sage, ich will erstmal mit denen zurechtkommen. Ich habe bloß mal im YouTube gesehen, dass halt der 16er bessere Features hat. Wenn ich das aufmache, ist immer das gleiche drin. Spiel und halt die Beschreibung. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Sage der einzige Nachteil, was heißt Nachteil?
Es gibt einen EEP-Shop. Ganz normale Internetseite von EEP, wo man eben die Spiele erwerben kann. Und auch das neueste wissen will. Jetzt, wenn ich es vergleiche mit LS, Landwirtschaftssimulator, da gibt es ja Mods ohne Ende, aber die gibt es teils umsonst. Teils umsonst. Das ist super, das ist natürlich super positiv. Bei EEP ist es nicht so. Da gibt es Mods, Zusätze, Loks, Züge, Waggons, Gebäude, Figuren etc. pp. Da gibt es ja wirklich alles, was man sich denken kann, wie bei einer Modelleisenbahn auch. Wie gesagt, ich habe letztens beim 15er war es oder 16er, da gibt es sogar schon richtige Fahrpläne für Fahrzeuge, für Autos. Du kannst also wirklich herstellen, so ähnlich wie beim LS, dieses Auto Drive ist beim EEP eben, wenn man jetzt einen LKW hat und man hat eine Spedition gebaut und der später der LKW fährt jetzt irgendwie zu einem riesen Supermarkt zum Abladen, da kann man so eine Verbindungsstrecke hin und her stellen oder Kiesberg etc. pp. Also die Funktionalität ist da schon Wahnsinn. Das kriegt man mit einer normalen Modelleisenbahn, auch wenn man das Fahrlercar-System dran hätte, nicht hin. Aber ist halt virtuell per PC. Aber wie gesagt, bei EEP, die Mods, was da rauskommt, muss man löhnen. Es gibt einige, die halt dementsprechend alt sind, gibt es kostenlos oder ganz kleine, aber Highlights oder richtig, boah, wo man sagt, hey, geil, geil, den will ich in meiner Anlage haben. Da muss man meistens so zwischen, sag ich mal, 99 Cent geht es glaub los, bis 5 Euro blechen. Finde ich ein bisschen traurig, aber ist halt so, ich kann es nicht ändern. Gott sei Dank ist es beim Alice nicht. So, das war meine kleine EEP-Sammlung. Das ist quasi Modelleisenbahn virtuell für den PC. Eine Alternative, wenn man keinen Platz hat und keinen dicken Geldbeutel. Weil, wie gesagt, hätte ich das, wäre es kein Thema, würde ich auch eine richtige Modellanlage haben, weil es kribbelt mir in den Fingern. Ich bin da wirklich einer, der gern bastelt und so. Weil Modelleisenbahn, wissen wir selber, ist für vielseitig. Da hingelegt wird auf die Fahrerei da, dass wie per Fahrplan alles klappt. Der Nächste, der will Technik haben, Detailgetreuheit. Der andere steht mehr auf Bauen. Weil ich bin auch so ein Fan eigentlich, oder ist aber so ein Typ. Ich bin begeistert, solange ich basteln und bauen kann. Wenn eine Modelleisenbahn komplett steht, komplett fertig ist, geht der Spielspaß bei mir ein bisschen verloren. Da lässt man sie ab und zu mal fahren, guckt da schön zu und so. Überleg mal, meine letzte Modelleisenbahn hatte ich, da war ich 21 Jahre alt. Da hatte ich meine letzte Modelleisenbahn. Und durch die Umzieherei ist sie sowieso, pft, ja. Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Wahrscheinlich verscherbelt im Flohmarkt, wo damals das Haus verschenkt wurde oder das Erbe weg war oder auf dem Müll gelandet. Ich weiß es nicht mehr. Ist aber egal, interessiert mich nicht mehr. War aber eine schöne Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, auch wenn meine Abonnenten meistens LS-Fans sind, mir hat es trotzdem gefallen. Es gibt zwar manche, die auch an EMB teilhaben. Und haben sich jetzt dann erfreut, oh, die ganzen Teile zu sehen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hat sich gefallen, wisst ihr, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Road to 200, das ist so mein Ziel. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Frohe Festtage, auch in dieser scheiß Corona-Zeit. Macht das Beste draus. Seid vorsichtig, bleibt gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Man kann auch ins neue Jahr rutschen ohne Geboller und ohne big fette Party. Deswegen macht das Richtige, denkt an eure Mitmenschen. Und beim Silvester denkt an die Tiere. Mach's gut, tschüss.